Mit dem Auslaufen der Berichtssaison in Deutschland verlief der Handel in den vergangenen Handelstagen oftmals in sehr ruhigen Bahnen. Aber interessante Nachrichten gab es quasi schon zum Wochenauftakt. Denn der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn, wurde in New York verhaftet. Ein Zimmermädchen wirft ihm vor, es sexuell belästigt zu haben. Und Dominik Strauss-Kahn gilt als IWF-Chef nun mal als mächtigster Banker der Welt. Und dementsprechend haben diese Nachrichten an den Finanzmärkten weltweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile ist er von seinem Job beim Internationalen Währungsfonds zurückgetreten und befindet sich unter Hausarrest in einem Apartment in Manhattan. Ansonsten war es die Schuldenkrise, die in dieser Woche mal wieder Aufmerksamkeit geerntet hat. Bereits zum Wochenauftakt wurde das Rettungspaket für Portugal in Höhe von 78 Milliarden Euro verabschiedet. Für viele war das ohnehin schon eine beschlossene Sache. Das hat nicht unbedingt für Bewegung gesorgt. Aber die Sorgen um Griechenland, die standen natürlich wieder im Raum. Denn die Lage in Griechenland scheint sich mittlerweile zuzuspitzen. Eine Umschuldung steht natürlich nach wie vor im Raum. Es wird debattiert, es wird viel diskutiert. Aber eine Lösung ist bislang noch nicht gefunden. Und diese Sorgen haben den DAX zumindest zum Wochenauftakt auch belastet. Im weiteren Wochenverlauf konnte er sich etwas erholen, bevor er am Freitag wieder so ein bisschen die Flügel hängen ließ. Notiert am Freitagnachmittag knapp über der Marke von 7.300 Punkten, ein Wochenabschlag von gut einem halben Prozent. Und auch den Euro haben diese Diskussionen natürlich belastet. Dementsprechend musste auch er zum Wochenauftakt federn lassen, konnte sich im weiteren Wochenverlauf aber etwas erholen. Für den Automobilkonzern Daimler war es durchaus eine erfolgreiche Woche, denn der Tognum-Deal ist nun in trockenen Tüchern. Management und Aufsichtsrat haben nun quasi ihren Widerstand aufgegeben und Rolls-Royce und Daimler können das Unternehmen übernehmen und den Aktionären wird ein Preis von 26 Euro nun angeboten.